Ach, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So, wenn das Spiel zu Ende ist, dann muss ich auch mal kurz eine Pause machen. Gefährliche Flanke. Okay, okay. Jetzt nein. Flanken. Gut. Und ja, lol. Geht doch. Immerhin, boah, immerhin. Andersson, du Junge. Pfeife. Boah, immerhin, den Alter. Den schmeißt du direkt wieder raus. Boah, immerhin ein Anschlusstreffer, Junge. Das tut gut. Erstmal die schießen, dann guck flanken. Guck dir den Mann, der bewegt sich nicht. Ich musste mich nicht bewegen. Ein Superkopfball, ja. Ich sprang höher als alle anderen, hat er gesagt. Aber ich blieb einfach nur stehen und... Ja. Abwehrspieler, du läufst bei dir. Riga. Boah, das war gut. Nein! Die Abwehr steht gut. Jetzt sehen wir die Ballbesitzstatistik. Ja, kommt schon, wo seid ihr? Sehen, völlig ausgeglichen. Nein! Schieß! Nein! Boah, Momentum. Also das Momentum existiert also wieder. Oder immer noch. Verhang, die war wieder zu flach, oder? Oh. Oh Mann. Alles safe, alles safe. So, jetzt muss der Tor. Gar nicht safe. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Wo ist ein Spieler? Ah, deiner hat sich gezerrt. Och nee. Oh doch. Jetzt fangen auch wieder die Probleme an. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Schön Andersson. Das nennt der Abiturient. Ach man, der Ulreich, Alter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber... YOLO. Was? Touch Control? Boah, Alter, das war gefährlich. Ah! Nein! Ja, schieß mich an. Schieß! Ja, Junge! Was? Junge, das war richtig geil! Ja! Momentum existiert. Hier habt ihr den Beweis, Leute. Das ist Momentum. Boah, Junge, guck es dir an. Zack! Und dann, und nochmal und dann bam. Okay. Wenn ich jetzt noch gewinne, dann bin ich voll happy. Oh, Freistoß, Freistoß. Alter, voll der Co. Was, für mich? Nein. Ich glaube schon. Lol. Für das? Ich weiß es auch nicht. Eigentlich bin ich vor dich gerannt, aber... Nein! Hätte ich ihn nur einfach mal angenommen. Oh, das war richtig schön. Ja, nice. Ja, und das könnte nur Pros. Dem Momentum wieder eins auswischen. Ja, Junge, das können nur Pros. Guck dir die Mannschaft von mir an. Aber du hast das Momentum auf deiner Seite, merkst du ja. Ja. Boah, Junge. Voll knapp. Zack. Nein. Waffen. Boah, Alter. Was? Doch nicht zurück. Das ist aber deiner. Nice. So, Max, jetzt schön hinten rumspielen, ne? Eine leichte Beute. So macht die Balleroberung Spaß. Komm schon. Wenn ich jetzt noch den Ausgleich... Och Mann! Die Flanke war viel zu weit. Ja, Maxi, gönn dir. Gönn dir. Ja, nice.
Natürlich müssen sie sich jetzt noch einmal aufbäumen gegen diese drohende Niederlage. Ich bin froh, dass ich überhaupt schon... Ich war froh, als ich überhaupt schon ein Tor geschossen habe, Junge. Als ich dann nochmal den Ausgleich geschafft habe, da war ich voll happy. Och, Mann! Wie soll ich denn da mit meinem Spieler drankommen? Na gut, jetzt vorbei. Komm, mach jetzt Ende. Nicht noch eins kassieren. Nimm an. Ja, okay. Sieg auf ganzer Linie. Ja. Absolut verkrüppelt. Boah, Junge, ich werde mir gleich erstmal meine Mannschaft richtig... Ja, ich habe wieder 538 Münzen bekommen. Wie viel hast du bekommen? 762, habe aber noch einen EA-Safety-Boost. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach, wegen den Transfers hier, wurde ich überboten. Warte mal. Ja, ich wurde überboten, schade. Ja, bei 2800, alles klar. Okay, Max, ich mach da mal kurz eine Pause. Ja, der Kiesling. Ich mach da mal kurz eine Pause, bis gleich, ne? Okay, tschüss. Hey Leute, und willkommen zurück zu einem ganz kurzen Pack-Opening, weil ich gerade alle Manager-Aufgaben gelöst habe, also auch gegen das Team der Woche gespielt. Ja, da habe ich einfach mal jetzt hier ein Gold-Set bekommen und das will ich dann doch mal öffnen. So. Gucken wir nochmal nach. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen da was Cooles. Ah. Harnik haben wir, ja, so einen brauche ich, Leute. Ich wollte mir da Verfahren holen, den hole ich mir trotzdem noch, aber, Alter, der geht auch richtig ab. 90 Tempo, egal. Der kommt direkt mal in die aktive Mannschaft rein. Und zwar auf dem Platz, ja, Sal ist gerade nur draußen. Es hat sich viel verändert. Leno habe ich, habe Ginter, der verletzt ist. Ich habe ganz viele, Arango habe ich hier, So, und rechts Mittelfeld, wen habe ich denn da? Hier, den Chamé. Da kommt der Harnik rein. Das ist ganz cool. Der kommt erstmal in den Verein. Zack. Nice. Osvaldo, in den Verein. Zack. McCarthy. Können wir eigentlich mal direkt auf dem Transfermarkt anbieten, oder? Machen wir mal Startpreis 300. Sofortkaufpreis machen wir mal 900. Senden. So. Ah, nice. Einen Psychotherapeuten haben wir da noch. Ja, kommt erstmal in den Verein rein. Spielerverträge. In Verbrauchsobjekte speichern. Nice, ich brauche Verträge, Leute. Das ist cool, das ist cool. So wie sich das gehört. So, Fitness kann ich auch mal gebrauchen. Chemiestil, Dead Eye, Junge. Weiß ich gar nicht, was das jetzt macht. Wappen habe ich hier, das kann man direkt auf dem Transfermarkt anbieten. Startpreis 150, Sofortkaufpreis 500, senden. Zack, und ein Stadion, das bieten wir auch mal direkt an. Wir haben den Signal Iduna Park im Moment, ich will mir die Felddienst-Arena kaufen. So, auf Transfermarkt anbieten. Startpreis 200, Sofortkaufpreis 600, senden. So, gut. Ja, das war's dann auch schon von heute. Und ja, die erste Folge habe ich heute hochgeladen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Hey Leute, und willkommen zu einem kleinen Zwischenschaltung in die aktuellen Folgen irgendwo. Weil es einfach so Spaß macht, hier gerade online die ganzen Gegner abzuziehen. Wie ihr seht, führe ich gerade 5:0. Und ja, macht Spaß. Denn bisher ging ja gar nichts zusammen. Und ja, der Typ will mich hier gerade anscheinend immer grätschen, weil ich einfach zu Pro-mäßig für den bin. Mit meinem Bundesliga-Team. Wow, Bitch! Und jetzt ab in die Mitte damit und... Ah, schade. Ich hab schon... Da ist das Nächste. Und Gangnam-Style! Haha! Oh, Junge, wie demütigend für ihn. 6:0. Die Mannschaftskameraden sehen auch nicht gut drauf.
unser Torwart, der schießt hier den Vogel. Boah, Alter. 6:0 in der... Oh, er hat auf Pause gemacht. In der 86. Minute... in der 68. Minute. Oh. Ja, jetzt hat er ausgemacht, weil es ihm zu peinlich war. Haha, was ein Noob. 0:6 habe ich gewonnen, Junge. 637 Münzen wieder kassiert. Ich habe mir jetzt auch noch hier, ich kann euch ja mal ganz kurz zwischendurch dann auch meine Mannschaft zeigen, die hat sich ein wenig verändert. Die sieht nämlich so aus, Chemie 91 habe ich jetzt schon, hier unten Leno im Tor, dann hier Ginter. Hier den Linksverteidiger muss ich noch ersetzen, will ich mir wahrscheinlich Fuchs holen. Hier habe ich Wollscheid mir geholt von Leverkusen, haben hier auch optimale Chemie alle. Hier will ich mir wahrscheinlich Schmelzer... Nee. Quatsch. Hier will ich mir... Weiß ich noch nicht, wen ich mir da hole. Und ja, hier erstmal hauen wir wieder einen Vertrag auf den Arango drauf. Haben wir ja. Zack. Jetzt haben wir wieder einen krassen Vertrag da drauf. Und ja, das wollte ich eigentlich nur euch mal so zeigen, wie ich die Gegner hier alle platt mache. Ist jetzt also schon meine 13. Sieg, den ihr da oben seht, die Bilanz. Ich habe zwar schon 5 Niederlagen kassiert, aber es war gegen Weltklasse, als ich noch mein Billigteam hatte. Und ja, meine Transfers, da habe ich gerade ein Objekt, nämlich den Hüntler habe ich auf der Liste, weil ich den gerade mal beobachte für 4.500 Sofortkauf. Aber eben habe ich mir den Wollscheid gekauft in Gold. Und ja, soweit, ich werde vielleicht immer so ein paar kleine Szenen, die ich ganz lustig finde, ja, anhängen, um euch einfach mal zu zeigen, wie ich die alle fertig mache. Aber das war's dann auch und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, vielleicht auch für euch jetzt direkt da dran. Bis gleich. Hallo Leute und willkommen zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team mit mir und dem Maxi. Hallo. Und ja, wir streamen gerade gleichzeitig auf Twitch. Der Link zu Twitch steht wie immer in der Beschreibung. Und ja, ich war gerade dabei, mir einen Linksverteidiger auszusuchen. Und hier ist natürlich alle bei Inform. Für 105.000 kommen, gönnen wir uns. So, hier. Cool. Hast du schon so viel Geld? Ja. okay, was brauche ich? Dann ist hier Schmelzer. Fuchs. Fuchs will ich nicht. Ich. Alaba. Wieso? Ich weiß Dingens nicht. Ist gut, Jansen. Jansen? Habe ich auch schon mal gesehen, mhm. Warte mal. Hier danke ich ganz gut. Was brauchte ich jetzt? Da ist Jansen, der geht noch 20 Minuten, Alter, dann stelle ich den erstmal auf die Liste. Aber der ist wirklich gar nicht schlecht. Ne, der ist gut. Auf die Kandidatenliste mit ihm. So, und dann gucken wir jetzt mal. Ich brauche, glaube ich, noch einen nächsten Verteidiger. Nach dem Rechtsverteidiger? Rechten Verteidiger? Ein Rechtsverteidiger? Trash, Rafinha. Ach, die sind voll überteuert, kann das sein? Eine Pisscheck. ja, also es geht. Bitte erst Pisscheck. Pisscheck kostet 25.000. Ach, das ist so ein Schnapper. Ja. Zeig mal, Rafinha und Trash, da ist... Wertes Acker. Boah, der Rafinha, der ist schneller und so ein bisschen so halt, ne? Weiß ja, wendiger, Dribbling. Und der Trash, der hat mehr so, ja, Kopfball natürlich, weil Rafinha einfach winzig ist. Und mehr defensiv. Boah, haben die hier keine schnellen Innenverteidiger noch? Oh, ne, der Schuss. Ich hol mir bald, ja, auch noch bald auch noch einen. Was? Ich hol mir bald auch noch einen neuen Innenverteidiger, weil ich da einmal hier den Dings habe. Also einmal habe ich Wollscheid da. Das ist langsam. Ich weiß, leider. boah, Alter, hier gibt's aber auch nur. Ja. Hier gibt's nur Jung, Piszczek, Rafinha und Trash. Als Ja, mehr gibt's auch nicht. Du kannst ja auch den Dingens kaufen. Ushida. Als Silberspieler. Nee, für Gold. So,
Was haben wir? Ja, ich glaube, ich hole mir. Und hier keine schnellen Verteidiger für Milan. Boah, Junge, der Rafinha ist voll überteuert. Ach, echt? Ach, hier, guck mal, der Trash ist hier ganz günstig, aber. Hier ist der wieder direkt mal bei 4000. Und hier bei 1500. Wen brauche ich? Jetzt? Okay, ich kaufe mir jetzt Kolo Touré. Zuweisen. So, jetzt gucke ich nochmal links verteilt. Jetzt ist hier der Fuchs. Ja, der Augu ist ja leider Gottes Dingens, wie heißt er? Zentraler Mittelfeldspieler, so. Ja, boah, Junge, der schmelzt auch wieder richtig teuer. Achso, dann gucke ich mal eben nach dem Draxler, der wird noch teurer sein, aber ich habe da nur halt diesen. Wen habe ich denn da jetzt nochmal? Oh. 16.000. Ist der Hand, den will ich nicht. Hier ist Draxler. Für 5.500 im Moment, das ist ein bisschen. Wie viel Geld hast du? Im Moment habe ich 7.200 oder so. Ja. Ja, ich habe gerade 2.100 und trade wahrscheinlich morgen früh ein bisschen oder heute Abend noch. Ja, mache ich auch mal jetzt bald. So, Boateng. Aktuelles Gebot 10.000. Was war damit? Verfand schon teuer geworden. Das ist gut. Das gefällt mir. Wie teuer ist der? Ich guck mal jetzt spezifisch nach denen. Ui, Thiago. Der ist auch nicht schlecht. So, über 10.000. 10.000 kostet Verfand im Moment. Ach, fuck, Alter. Also im Sofortkauf. Und ich hab den auch für 4,5. Ich will den eigentlich auch haben. Wo ist denn jetzt der Draxler hin? Der ist weg. Nein. Hier ist Götze, bei 80.000 liegt der. Oh, Draxler. Draxler wird. Komm, ich suche jetzt einfach nach Draxler. Zack. Der ist auch schon gestiegen, der Santana. Das gefällt mir auch. So, hier Draxler 3.000. Das geht eigentlich noch. Hier liegt er direkt wieder bei 6.000. 7.000. Hier ist der bei 1.000. Aber der geht noch 20. Verkauf? Nein. Das wäre. Dann hätte ich den gekauft. Cool, das ist richtig gut eigentlich. Der ist klein, wendig. Und macht gute Spiele. Kann da auch die Pässe vernünftig spielen. Ich guck nochmal allgemein. Ich guck nochmal allgemein jetzt nach Zentraloffensiv. Düpp, 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 da. Oh nein, ich liege alle. Das sind zu viele. Alter, direkt am Anfang so ein Koreaner. Tja. So. Ronny. Nee. Meier. Boah, der ist mir zu lahm. Max Meier? Nein, nein. der ist, glaube ich, ein Silberspieler oder so, ne? Ich meine schon. Ja. Diego liegt bei Sofortkauf 12.000. Boah, eine Güte, ist der teuer. Ich muss mal kurz unterbrechen, Maxi, du bist mal kurz alleine, ich muss immer ans Telefon. Ja, okay. Also, das, was ich mache, ich kaufe mir gerade einfach sinnlos Spieler, um zu traden und die einfach wieder abzustoßen, weil ich im Moment nur 2000 Münzen habe. Ja. Achso, ich habe kein Geld mehr. Das ist jetzt doof. Ja, ich glaube, ich spiele jetzt einfach mal noch eine Partie online. Bla bla bla. Aufstellung bearbeiten. Wie sieht's denn aus? Fitness. So, ich bin wieder da. Oh, Diego ist abgelaufen. Der ging für 12.000 weg. Boah. So, das hier. Ist a lot. Ich gehe jetzt mal ins erste Online-Spiel. Ja, ich, ich rüste. Ja, komm, nimm was anderes. Schön. Co, hier ist er. Oder Q. 99. Oh, ein brasilianisches Esquilertimo, nein. Der ist echt nicht schlecht. Ich kriege ihn. Boah, ich werde schon wieder vor allem, schon einen aufs Maul kriegen. Vor allem ist der billig. Ja, deswegen, ja.
Der Sofortkauf kostet ja auf jeden Fall. Kostet der nur 900? Boah, Alter. Ich glaube, ich hol mir. Ah, ich weiß noch nicht so richtig. Erstmal defensiv spielen. Erstmal habe ich die scheiß Chemie, weil mein Rudi verletzt ist. Rudi. Der kann ich gar nicht mehr an meinem Einzelspielerpokal mitmachen, da brauche ich eine Chemie von mindestens 90. Kann ich in der Einzelspielersaison noch mitmachen? Ich glaube, wir machen mal. Ja, sehr gut. Schon mal ersten Freistoß bekommen. Das müssen wir haben. Das müssen wir haben, denke ich mal. Oder? Boah, Kelly. Was? Nee, ja, okay, habe ich. Ich habe gerade über eine Saison so, weil ich spiele jetzt hier eine 4 Nationalitäten in einer Startelf. Ja. Mach ich, glaube ich, auch gleich. Die gibt's weiter. Ich wahrscheinlich gleich online fett auf die Fresse bekommen. Ja, habe. Ich spiele dann noch ein, zwei Spiele und dann können wir zusammen spielen. Ein Spielchen. Jo. So, jetzt erstmal hier den Draxler habe ich ja. Habe ich den da drauf schon? Oder wen habe ich auf der Kandidatenliste? Komm, Tourette. Ach so, den Jansen. Ja, stimmt, den brauche ich viel mehr als den Draxler erstmal. Boah, ey, was seid ihr für Spacken-Mongos? Erstmal. Lol, es gibt gerade nur einen Jansen, der angeboten wird. Stark. Hast du einen Preis drin? Hm? Hast du irgendeinen Preis drin? Nein, habe ich nicht. Einmal kurz nachgucken. Nö. Nein! Hast du ein Tor kassiert? Ja, das habe ich auch schon. Und jetzt hätte ich fast nichts gemacht. Das so. So läuft das. Pace-Spieler. So läuft das. Was? Was war jetzt? Okay. Ihr habt jetzt schon keinen Bock mehr nach 17 Minuten. Das interessiert mich nicht. Wir 10 Fett aufs Maul kriegen. Perfekt. Aktueller Verein Orbital. Ja. Ich. 10 Minuten noch. Ja, ich will den Jansen eigentlich jetzt so sofort kaufmäßig holen, aber gibt ja gerade nur einen, der ist nicht so dafür verfügbar. Dann gehe ich nochmal auf dem Transfer mal kurz gucken. Der Schmelz für 6.000, das ist ein wenig zu teuer. Habe ich gerade keinen Bock drauf. Welche Rechtsverteidiger gibt's? Boah, Alter. Oh, doch so billig. Sam. Nochmal Rechtsverteidiger suchen. Boah, gar nicht. Trash. Ja, ist relativ günstig. Johnson auch. Ivanovic nicht. Ist zu langsam. Boah, ich glaube, ich habe den gleichen Richard. Könnt ihr doch echt keinem erzählen, dass ihr mir keinen vernünftigen Rechtsverteidiger geben könnt. Nur welche mit Vertragsauslauf. Mit auslaufendem Vertrag. Der Jansen hier hat noch 23 Spiele. Ist ja egal. Ja, ich weiß. Ein Jumbo-Bums ist das ein Bums. Ich habe gerade auch ein Online-Turnier, da war ich heute mal im Viertelfinale, aber dann ist FIFA abgeschmissen und der hat den Sieg bekommen. Noob. Ja, das fand ich auch richtig geil. Und erstmal wieder rausgeflogen.
Sonnenland habe ich vorhin direkt aufs Maul bekommen. Direkt, weil meine Barclays-Mannschaft noch nicht ganz so gut ist, wie ich sie mir eigentlich vorstelle. Ich brauche links und rechts noch einen fucking Verteidiger. Meine, da sind noch so zwei scheiß Bronze-Spieler und die regen mich total auf. Die können zwar, die haben zwar bisher eigentlich ganz gut, ne, gespielt, aber die regen mich total auf. Weil die total langsam sind, glaube ich. Mal gucken. Ja. Da weiß ich aber, wer, worüber ich spielen muss. Und eigentlich brauche ich den Drecksler, weil ich habe da jetzt so einen fucking Kaiserslauterner drin, den ich vom ersten Belohnungspack bekommen habe. Allgemein brauche ich da mal einen Spieler, den ich da einwechseln kann. Einen guten. Gucken wir nochmal nach Drecksler. Ach, und ich empfehle dir jetzt schon mal ein Zwei-Team zu bauen. Dann brauchst du nicht so viele Fitnesskarten. Ja. Apropos Fitnesskarten, da muss ich gleich auch noch mal ein paar drauf tun. Oh, da kann ich mal mitbieten. Da biete ich jetzt einfach mal 3800. Auf? Ja, auf Draxler. Ja, jetzt geht er hoch. Okay. Letzte 15 Sekunden, ne? Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mittlerweile ist er bei 4200. Tja, ich habe immer geboten, aber mein Gebot wurde nie angenommen, weil er... Ja, okay. Hol der Kuh, ist ein guter Ersatz. Erstmal gucke ich jetzt bei Drax auf Preisvergleich, weil ich habe keinen auf der Kandidatenliste. Ja, Sofortkaufpreis 10.000. Doch so billig. 7.000 könnte ich mir leisten, habe ich aber keinen Bock zu, weil ich dann so... Wie lange geht der noch? 26 Minuten. Ja genau, rennt euch um, der ist immer gut. Ich tue jetzt einfach mal den hier auf die Kandidatenliste. Und jetzt gehe ich einmal kurz in die Einzelspieler-Saison Zeugs. Nicht Ultimate Team verlassen. Wow. So, Party spielen. Party. Damit hier mal... Damit ich meine Chemie wieder höher kriege, weil der fällt falsch. Hast du keine Verletzungskarten? Yes. Gerade nicht. Und. Ach ja. Du bekommst ja nur einmal wöchentlich diese Packs, ne? Ja, klar. Und ich meine, gerade habe ich keinen. Hupsala. Das, wenn ihr das gesehen habt, das war ein Graupenfreistoß. Das auch. Na naja, egal. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr, welche zu. Ja. Sie werden natürlich keinen Fehlstart hinlegen. Ist wahrscheinlich jetzt im Moment noch hinterhergeschmissen. Ja. Aber die ist gerade hinterhergeschmissen. Chef auf dem Platz, das ist heute Derek Milbrow. Sonst habe ich immer koreanische Schiedsrichter, jetzt habe ich anscheinend einen englischen. Kruse. Ich finde gut, dass der jetzt mal die Namen sagt. Ja. Aber der labert immer den gleichen Scheiß, das riecht mich gerade ein bisschen auf. Recht. Sowas wie, der Abiturient nennt das, keine Ahnung. Ja, den habe ich jetzt auch schon zum 100. Mal gehört. Gefühlt. Kruse. Alter. Aber wer mir ganz gut gefällt, ist vorne... Kruse und Hündler und boah, Alter. Da hatte den Kopfball von Hündler richtig mega gehalten. Und ich bin noch mal ganz kurz weg, weil mich mein Bruder holt. Warte mal kurz. Ja. Okay, ich spiele gerade in einer Einzelspielersaison und ich führe 1-0. Yes, und der Guzman macht das Tor. Golasso, Golasso, Zumba, Zumba. Also wenn ihr ein billiges Buckless-Team bauen wollt, dann kauft euch Jonathan de Guzman. Das ist meiner Meinung nach sehr gut.
Und da habe ich das 3:0 gemacht. Nach Vorlage von De Guzman mit Jarvis. Ja, Kiki. Ach komm.